Also man sollte sich zunächst gründlich informieren, einmal über sein Verbrauchsverhalten, seinen bisherigen Verbrauch. Dann sollte man sich ausführlich im Internet, aber auch bei Verbraucherberatungen informieren, welche Angebote denn in dem jeweiligen Bereich, wo man wohnt, zur Verfügung stehen. Das geht ganz einfach durch Eingabe der Postleitzahl und der Verbrauchswerte. Dann sollte man natürlich ganz kritisch auch prüfen, welche Art von Angeboten man wählt. Es gibt zum Beispiel Vorauskasse. Angebote, die sind regelmäßig sehr günstig, erscheinen optisch günstig, aber man geht natürlich das Risiko ein, dass man möglicherweise auch diese Vorauszahlung verlieren kann. Etwa im Falle einer Insolvenz des Unternehmens. Man sitzt dann zwar nicht im Dunkeln, ja, man hat sozusagen weiterhin durch den Grundversorger eine Stromversorgung, aber wie gesagt, man verliert die Vorauszahlung. Also wer dieses Risiko scheut, sollte dann möglichst einen anderen Anbieter wählen.